Werde ich machen. Ich werde da eine zweite Ziege hinsetzen, ja. Die Ziege lassen auf jeden Fall, aber auch den Fleischfutterhaufen noch. Zusätzlich. Ankylosaurus, ein neues lebensfähiges Genom. Sehr gut. Ist die Ziege jetzt schon weg oder hat die, rennt die immer noch rum? Also Ziege bleibt für den Jagdtrieb. Auch der ist halt für die Fleischfresser wichtig. Aber halt zusätzlich auch noch ein normaler Futterhaufen. Aber dafür muss ich halt erstmal das Geld wieder haben. Ne? Das ist halt das Problem. Kein Strom ist nicht gut. Wo ist kein. Ach so, da oben. Ah, schreckt mich doch nicht so. Mann. Kommt der mir mit keinem Strom an, ey. Nicht lustig. Ist ein Säugetier, ist klar, dass sie cleverer ist. Ja, okay, kann man tatsächlich so argumentieren. Also er findet, graslandmäßig ist das nicht genug. Alter 5, Lebenserwartung 80. Alles klar. Grasland. Geborgenheitsvoraussetzungen. Geborgenheitsschwellenwert 55%. Er braucht 17.700 Quadratmeter Grasland. Und nur sehr wenig Wald. Na, pass auf, dann versuchen wir hier mal ein bisschen Wasser wegzumachen. So, eigentlich sollte es dir jetzt ja schon besser gehen wieder, ne? Kein Strom, eine Fleischfresser. Quack, quack. So, dann lass uns doch mal hier einen zweiten Haufen Fleischfresser-Gedönse hinmachen. So ein Matschepeter-Haufen hier. Da so. Nee, warte mal. Da machen wir es mal hin. Hat die Ziege vielleicht ein bisschen Glück? So, wenn wir 660.000 haben, können wir das machen. Und wir schicken in der Zeit nochmal kurz eine Expedition los. In der Hoffnung, dass ich endlich mal mein Trike. Zusammenbekomme. Auf 100% natürlich. Ich habe einen Schutzraum. Ein zweiter Schutzraum wäre aber vielleicht auch nicht so verkehrt. 91% Abdeckung. Ja, da oben halt deckt er das noch nicht ganz ab. Ich denke aber mal, das ist erstmal in Ordnung. Also mehr braucht es erstmal nicht haben. Ich speichere mal kurz die Karriere, weil momentan läuft es relativ gut, möchte ich behaupten. So. Ba, 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 ba. Da, da, da. Gut, die Besucherströme sind vorhanden. Wir gucken uns einfach mal gerade die Parkwertung an. Inselbewertung. Geringe Vielfalt. Okay. Sehr hohe Sicherheit. Annehmbare Kapazität. Annehmbare Zufriedenheit. Mit einem Hotel würden wir dem wahrscheinlich entgegenwirken. Die geringe Vielfalt können wir ändern, indem wir hier zum Beispiel gleich noch einen Trike reinsetzen. Das wird aber viel zu. Ja, das macht, glaube ich, keinen Sinn, weil. Oh, warte mal. Das Trike ist ja schon auf 100. Das heißt, wir können es modifizieren. Verteidigung. Zweimal Verteidigung. Also Lebenserwartung können wir da nicht anpassen, scheinbar. Finde ich ein bisschen blöd. Werden wir es erstmal nicht weiter verändern, das Vieh. Stattdessen lieber gleich. Oh, was? Wo? Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Aber diese Das Gelegenheit ist mindestens einfach zu gut. 10.000 wert ist. Boah, das ist aber schwierig. 10.000 ist echt schwer. Das kriegen wir, glaube ich, nur hin, wenn zwei von den Viechern irgendwie sich auf die Nauze hauen oder so.
Na, pass mal auf, dann machen wir jetzt hier nochmal einen Kleiderladen hin. Ja, das kann man durch Forschung leicht erhöhen, aber auch durch Genmodifikation. Der Triceratops hat halt leider nur welche für Verteidigung, Angriff und die Haut, also das Aussehen. Momentan finden wir echt nur noch Mist, ne? Kann das sein? So, ich glaube, wir schicken mal das Ranger-Team los. Einmal auffüllen. Fahre zur Futterstation. Die ist noch, der ist also Roger. Anfrage bestätigt. Okay, der Kleiderladen ist fertig. Dino-Hut, Dino-Shirt, Dino-Overall. Wir lassen den Dino-Hut erstmal, den wir natürlich für... sehr viel Geld verkaufen. Ich glaube, wir schicken mal eine Expedition auf ein bisschen weiter weg. Die sind alle noch blockiert. Dilo. Ja, Velociraptoren wären natürlich schon echt richtig nice. Machen wir mal. Bin mal gespannt, ob man... Ich gehe mal ganz kurz eben in die Dinos rein. Ich möchte mir ganz kurz mal einmal nochmal den Ceratosaurus durchlesen. Okay, das bringt mich jetzt gerade nicht vorwärts. Ich möchte nämlich gerne wissen, wie... Meine Damen und Herren. Unsere Wettervorhersage wurde aktualisiert. Die Sturmwarnstufe wurde erhöht. Meine Damen und Herren, bitte suchen Sie aufgrund der Verhältnisse Schutz auf, bis sich die Wetterlage gebessert hat. Kann aber auch in kleinen Gruppen und gemeinsam mit einer mittelgroßen Anzahl Dinosaurier anderer Spezies. Zusammenleben. Das heißt, wenn gleich der Zaun irgendwo kaputt geht, ne? Oh shit. Genau das habe ich später auch vor, aber erstmal muss ich mein Geldhaushalt ein bisschen stabilisieren.
Okay. Sturm ist weg. Das ging jetzt echt schnell. Vogelfossilien. Schade. Gibt es noch keine DNA zu? Aber wir haben Velociraptor-Fossil. Möglicherweise können wir Velociraptoren mit dem zusammen in ein Gehege reinschmeißen. Aber wir werden hier mal ganz kurz eben... Wir brüten mal einen Trike aus, würde ich sagen, oder? Komm. Als nächstes wird eine Forschungsstation gebaut. Da müssen wir mal gucken, wie teuer die ist. 400.000. Oh, nett. Man kann jeden Dino mit anderen reinschmeißen, nur manche sind am nächsten Tag dann halt nicht mehr da. Ja! Also dem geht's schon noch echt gut. Ja, ich hab dich ja verstanden, alles gut. Wasser, Nahrung, Gesundheit, ist alles okay. Du solltest höchstens 3 Velociraptoren in das Gehege setzen, sonst kämpfen sie ständig. Woher nimmst du denn schon wieder die ganzen Informationen? Alter Spoiler King. Okay, sozial ist er jetzt nicht so geil drauf. Der braucht auf jeden Fall nochmal. Grasland, Wald ist definitiv ausreichend für den schon in dieser Größe. Okay, ja, wobei so klein sind die Gehege auch tatsächlich gar nicht. Ah, du hast das Spiel ja auch. Okay, dann eine Bitte an dich, Fabian. Nicht zu viele Spoiler reinballern. So ab und zu ein Tipp ist okay, aber halt nicht nichts Großes oder sowas. 3 Velociraptoren in das Gehege, meinst du von der Größe des Geheges oder meinst du generell immer nur 3 zusammen? Weil Velociraptor halt Rudeltier, ne? Ein Hotel würde wahrscheinlich jetzt gerade auch deutlich die Gästeanzahl verbessern, oder? Aber ich wollte jetzt erstmal ein Forschungsdingsbums bauen. Wie viel Strom haben wir noch über? 0 verfügbarer Strom, 16 verfügbarer Strom. Das müssen wir erstmal einmal pimpen. Sollten wir jetzt gleich nicht 16 ungenutzten Strom haben, sondern mehr. 24, perfekt. Okay, dann ist das wahrscheinlich dieses 3 halt die Grenze, wo das noch nicht wirklich als großes Rudel gilt und alles darüber, dann gehen die halt voll auf die, voll auf alles. Ja, voll geil, Alter, da ist nur ein Rex, ey, und wir sind voll viel. ist so wie auf dem Altmarkt, weißt du? Du hast einen so eine 2-Meter-Kante stehen, da kommen da 4 von diesen kleinen, ne, man weiß, wer in meinem Rudel auftritt. Ob das dann auch zu viert für die eine gute Idee ist, weiß man auch nicht. Weil kennt man ja so, ne? Wenn man erstmal den mit der größten Klappe erstmal umgenockt hat, haut der Rest von denen ab. Sprich, das Alpha-Männchen umhaut. So, Themawechsel.
Habe ich den losgeschickt? Wieso habe ich den noch nicht? Ach ja, genau, weil ich das Forschungsding bauen wollte. Betriebsgebäude. Einmal Forschung, bitte. Ich bin gespannt, was es noch an neuen Gebäuden und so weiter gibt später, was wir alles noch freischalten müssen. Wo kann ich Forschung bauen? Kann ich da Forschung? Da kann ich Forschung irgendwo. Damn. Wieder ein bisschen Wald weg. Sieht jetzt halt echt nicht mehr schön aus alles. Macht aber nichts. Hat der Strom? Der müsste eigentlich Strom. Hat der Strom? Da hat er Strom. Perfekt. Damit haben wir jetzt noch wie viel übrig? 14 Strom. Das ist noch ordentlich Puffer. Satzzeichen sind keine Rudeltiere. Ne, beim Sprechen benutze ich auch relativ wenig Satzzeichen eigentlich. So, was kostet ein Hotel? 750.000. Nee, dann würde ich sagen, schauen wir doch jetzt einfach mal, was passiert, wenn wir jetzt einen Velociraptor, naja, 31% können wir noch nicht freischalten. Dilo haben wir auch noch zu wenig Material. Müssen wir auf jeden Fall nochmal einen Heli losschicken gerade. Es heißt, es gäbe einen neuen Auftrag. Sorgen Sie dafür, dass 5 Minuten lang nicht mehr als 5 Gäste durch Fleischfresser sterben. Das ist eine tolle Aufgabe. Nimm ich sofort an. Ich weiß, was es bedeutet, wenn die Sicherheit unserer Gäste nicht gewährleistet ist. Das will ich nie wieder erleben. Ja, ich auch nicht. Hör mal, das, So, was können wir jetzt gerade mal erforschen? Wir können erforschen medizinische Behandlungen, Campylobakterien oder Farnvergiftung. Ich erforsche mal die Farnvergiftung. Ein neues Gebäude. Was denn, was denn, was denn? Transport. Jawohl, die Einschienenbahn. Geil, geil, geil. Diese Waggons verfügen über eine hohe Kapazität, folgen einem Schienennetz, bieten Komfort und Sicherheit und sorgen für atemberaubende Ausblicke. Die kugelsicheren Fenster bieten im unwahrscheinlichen Fall eines Notfalls zusätzliche Sicherheit. 2 Millionen für die Erforschung. Na, das ja, Forschungszentren benötigt 2. Ah, okay, das heißt, da werden die auch zusammengerechnet von den verschiedenen Inseln. Das ist schon mal sehr interessant. Ich möchte einen neuen Charakter vorlesen, gerade in der Zeit, wo wir warten auf Geld. Dr. Alan Grant war ein weltbekannter Paläontologe, der das Buch Dinosaur Detectives verfasst hatte, welches Tim Murphy während seines Aufenthalts im Jurassic Park dabei hatte. Nach dem Vorfall auf Isla Nuba 1997 schrieb Dr. Grant ein weiteres Buch über diese Ereignisse. Er arbeitete mit Dr. Ellie Sattler an einer Ausgrabungsstätte in der Nähe von Snakewater, Montana, als John Hammond ihn einlud, den Jurassic Park vor dessen Öffnung für das Publikum zu evaluieren. Obwohl Dr. Grant den damaligen Zustand des Parks nicht kannte, willigte er ein, da man ihm im Gegenzug eine 3-jährige Finanzierung seiner Grabungsstätte versprach. Er war begeistert von dem, was John Hammonds Team erreicht hatte. Er sah in dem Park großes Potenzial, die Tiere in einem natürlichen Umfeld beobachten und damit seine Theorien untermauern zu können. Er war einer der Überlebenden des Vorfalls auf Isla Nuba im Jahr 1993. Sein Wissen über Dinosaurier und deren Verhalten war entscheidend für das Überleben der Gruppe. Kurz einmal auf den Chat. Du kannst auch mehr. Okay, cool. Er war einer der Überlebenden, hatten wir gerade. Dr. Grants Erlebnisse hinterließen ihre Spuren, doch er fuhr mit seiner Arbeit als Paläontologe in einer Grabungsstätte nahe dem Fort Peck Lake in Montana fort, wo er mit Billy Brennan zusammenarbeitete. Trotz des öffentlichen Aussehens um sein Überleben arbeitete er weiterhin als Dozent, um die Finanzierung der Stätte zu sichern. Amanda und Paul Kirby überzeugten Dr. Grant, sie als Führer auf einem Rundflug über die Insel zu begleiten. Deren wahre Motivation, die Rettung ihres verschollenen Sohnes, kannte er nicht. Nach einem Angriff durch einen Spinosaurus saßen Dr. Grant und Brennan gemeinsam mit dem Kirbys und ihrem Söldner ebenfalls auf der Insel fest. Dr. Grant konnte Eric Kirby schließlich finden und war einer der wenigen, die den Isla-Sorna-Vorfall im Jahr 2001 überleben konnten. Okay, wir haben immer noch 5 Charaktere. Das machen wir nicht jetzt, denn wir haben neue Fossilien gefunden. Einmal ein Häufchen Kacke. Und einmal Platin. Platin ist immer gut. Das Triceratops.
Triceratops Fossil. Das lassen wir mal gerade mal. Nico, halten wir mal fest. Wer weiß, wann wir das nochmal brauchen können. Vielleicht geht das ja nochmal irgendwie wieder runter oder sowas. Dann haben wir noch ein paar Fossilien auf Halde. Das ist vielleicht. Ist vielleicht nicht so die verkehrteste Idee. So, wir haben eine Krankheit erforscht. Wir machen eine weitere Forschung auf Richtung. Ach, Gehege, warte mal. Standardzäune. Schwerer Stahl. Sind widerstandsfähiger als leichte Stahlzäune. Sie sollten bei Gehegen größerer und stärkerer Dinosaurier eingesetzt und regelmäßig gewartet werden. Oder allerdings, wir können den Beobachter. Oh, super. Ermöglichen es den Gästen, die Dinosaurier aus größerer Entfernung zu beobachten. 2 Millionen. Das lassen wir gerade mal sein, würde ich sagen. Wir gehen mal auf die medizinische Behandlung. Und da haben wir nämlich jetzt gerade eine Krankheit freigeschaltet. Die wollte ich jetzt gerne machen. Farnvergiftung. Der Adlerfarn ist eine Farnart, von der sich Pflanzenfresser annähern. Er existiert bereits seit über 55 Millionen Jahren. Verzehrt ein Dinosaurier jedoch zu viel Adlerfarn oder ist dieser verseucht, so erleidet er eine Adlerfarnvergiftung, die zu einem Thiaminmangel, Fieber und Sekundarinfektion führen kann. Ja, klingt alles tutti. Wir müssen mal ganz kurz eben die Infektion eindämmen. Da drüben hat nämlich einer von den Strutti-Wuttis hat ein Problem. Also Ranger Team 1, bitte einmal Aufgabe erhalten. Behandeln. Gut. Wir haben jetzt 660.000. Wir könnten einen zweiten. Wir könnten einen zweiten von dem. Gute Entscheidung, diesen Auftrag anzunehmen. Das haben Sie bewiesen. Wir machen das mal. Danke. Wir schmeißen mal kurz eben hier einen zweiten Ceratosaurus in die Brutkammer. Die Wahrscheinlichkeit, dass es fehlschlägt, ist mit 3% recht gering, möchte ich behaupten. Im Park gibt es keine Farnvergiftungsquellen mehr. Ach, der hatte sogar eine Farnvergiftung schon. Toll! Ist witzig, dass wir das erst gekriegt haben, nachdem wir das erforscht haben. So, einmal auffüllen. Da müssen wir für 30.000 auffüllen, da müssen wir für 120.000 auffüllen. Das machen wir mal eben. Ist unterwegs. Bestätigt. Dann würde ich sagen, schicken wir ihn nochmal direkt los. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe das noch nicht gelesen. Fliegen wir nochmal. Velociraptor, neue Art entdeckt. Ja, aber die ist doch gar nicht neu. Fliegen wir mal dahin. Haben wir noch 105.000. Das wollten wir mal kurz festhalten. iGen, gibt es eine neue Krankheit? Okay. Die Kami, ja, also irgendwie ein Bakterium. Ist eine Form von einer gastrointestinalen Bakterieninfektion mit einer Reihe von Symptomen, zu deren Entzündung und die Ruhe zählen. Normalerweise wird diese Infektion durch kontaminierte Nahrung übertragen. Sie kann aber auch durch infizierte Tiere weitergegeben werden. Okay. Okay, die ganzen Gene werden. Was? Wieso haben wir Minus? Danke. Ah, weil wir gerade was aufgefüllt haben. Okay. Perfekt. Der ist so 50% ausgebrütet. Das ist tutti. Sehr schön. Wir sind gerade wieder zweistellig mit den Zuschauern. Schön an alle, oder hallo an alle, die gerade noch dazugekommen sind. Ich habe gestern das Buch von 93 angefangen zu lesen. Sehr spannend. Kenne ich nicht, habe ich gerade auch schon mal gesagt, ne? Glaube ich. Dass ich das Buch nicht kenne. Ich kenne halt tatsächlich nur die Filme. Ich glaube tatsächlich, ich habe das Buch, oder beziehungsweise meine Oma hat das Buch aber bei sich zu Hause stehen. Meine ich. Ich meine, das da irgendwo mal gesehen zu haben. Vielleicht war das auch von meiner Mutter und die hat das irgendwo zwischendurch da gepackt gehabt. Ich weiß es nicht. So, können wir ein bisschen am Preis hantieren. Betriebskosten 451. Ja, wir können ein bisschen was am Preis rausholen. So, für 21 Dollar können wir das verkaufen. Das ist gut. Im Kleiderladen können wir bestimmt auch noch ein bisschen was rausholen. Nämlich erstmal ein zweites Personal einstellen. 104 Gäste. Boah, da kann man schon mal ein bisschen. Ah, das wird schon alles werden.
Okay, cool. Wir haben zweimal DNA bekommen. Das begleite ich jetzt gerade mal ganz kurz eben. Ich bin gespannt, ob wir auf 50% eventuell kommen. Na, wenn das jetzt noch 6% sind, sind das 6? Eventuell sind das 6%. Dann kommen wir schon mal auf 37%. Na komm, hauen wir den auch mal hinterher. So, wenn jetzt... Jawohl. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Ich glaube, ich will es auch nicht wissen. Ich wollte Ihnen sagen, wie dankbar ich für alles bin, was Sie für die Wissenschaftsabteilung getan haben. Also, vielen Dank. Auftrag abgeschlossen, finanzielle Sicherheit. Sehr schön. Als ich jünger war, habe ich Erfolg über Geld definiert. Jetzt sehe ich das anders. Aber mein jüngeres Ich wäre verdammt beeindruckt davon gewesen, was Sie bei diesem Auftrag erreicht haben. Und mein älteres Ich finde das auch ganz gut. Ich wollte gerade sagen, bleib bloß hier drin, Kollege. Dann wäre es nicht gut gewesen, wenn er rausgekommen wäre. Behaupte ich mal. So. Wir haben 600.000 wieder zur Verfügung. Das ist gut. Wie sieht's aus? Wie weit sind wir mit der... Grasland halt hart an der Grenze. Sozial passt. Zweit Bestand. Ist alles gut, ne? Würde ich sagen. Ich komme mit diesem brandheißen Auftrag zu Ihnen. 60% eines Huayangosaurus-Genoms. Machen wir mal. Jeder Tag ist aufregender als der letzte. Das ist mein Motto. Darum kann ich es kaum erwarten, bis Sie uns das neue Genom bringen. Auch wenn ich nicht weiß, was das ist. Ja, würde ich sagen, fliegen wir doch mal kurz eben dahin, wo es das gerade gibt, ne? Dailo. Da gibt's Huyang, Dailo, Shunkingo. Shunkingo gibt's da auch, das ist toll. Ja, fliegen wir doch mal dahin. Das ist das Einzige, wo es das momentan gibt. Und in der Forschungsabteilung können wir dann auch noch mal ein bisschen was weitermachen. Irgendwas, was nicht ganz so teuer ist. Wie zum Beispiel genetische Forschung. Wir können... Ist alles nicht so teuer. Immunreaktion 2.0. Das können wir mal kurz eben machen. Gehirnalterung 1.0. Das Spleißen des Gens erhöht die Verteidigung und die Lebenserwartungseigenschaft. Ah, okay. Okay. Wir müssen auf jeden Fall ein Hotel bauen. Ganz ehrlich. Es wird gerade ein bisschen eng hier. Behaupte ich zumindest, dass es ein bisschen eng wird. Wir haben noch 14 Strom über. Vielleicht ein weiteres Gebäude. Oder jetzt langsam wirklich mal den... Also die Parks oder die Inseln werden halt auch schon größer, habe ich das Gefühl. Das ist schön. Und mit 500.000 kommen wir halt immer noch nicht so wirklich weit.
Ich werde jetzt aber nicht die teuren Wege nehmen, sondern einfach mal den normalen Weg. Kostet 400, der kostet 800, der kostet 1200. Im Breit kostet der halt einfach mal 4000. Das ist halt unglaublich günstig alles. Wie setze ich denn jetzt gerade die Inselbewertung zusammen? Also wir haben geringe Kapazität. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt gleich ein Hotel bauen. Geringe Vielfalt, da werden wir mit den Velociraptoren entgegenwirken können. Sehr hohe Sicherheit, super. 9 Dinosaurier ist in Ordnung. Aber wir müssen jetzt mal kurz sparen auf die 750.000. Hier können wir vielleicht nochmal kurz ein bisschen was verkaufen. Jawohl, das ist doch genau das, was ich haben wollte. Stegosaurus zweimal. Ach ne, Shunkingo. Ist kein Stegosaurus, ein Shunkingo. Okay, dann bauen wir mal erstmal ein Hotel. Das haben wir jetzt gerade auf jeden Fall in petto. Stromanschluss hattet wahrscheinlich nicht jetzt, ne? Wir werden sehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt nicht mehr viel Strom übrig. Das heißt, wir können jetzt auch keinen weiteren Elektrozaun bauen. Wir sollten versuchen, ein größeres Gebäude-Upgrades. Gibt es eventuell Strom-Upgrades? Oh, 10%. Stromproduktion um 18%. Okay. Aha, aha, aha. So, das Hotel ist fertig. Hat auch einen Stromanschluss. Sehr schön. Park überfüllt zu 83%. Oh ja, sollte sich jetzt gleich... Ah, 0%. Perfekt. Das heißt, die Parkwertung ist jetzt gerade mal wahrscheinlich krass nach oben geschnellt. Jawohl. Annehmbare Zufriedenheit. Das können wir natürlich noch... da können wir noch entgegenwirken, indem wir hier außer dem Souvenirladen und dem Kleiderladen auch noch einen Fressstand hinmachen. Haben wir ja bislang immer noch nicht. Eventuell, der braucht 3 Strom. Wir haben 4 Strom. Das ist natürlich jetzt knapp kalkuliert, sollte aber dennoch reichen. Den bauen wir nochmal einmal hier hin. Patsch. Und einmal einen Weg. Billig will ich in dem Fall. So, und dann sollte die Parkzufriedenheit jetzt gleich richtig gut aussehen. Egal wie viele Dinos wir haben und sonstiges, das sollte klappen.